Hallo, euer Capo hier. Heute ein weiteres Video von Watcher of Realms. Wir sind heute auf den Forerunner Server und da möchte ich euch den neuen Helden vorstellen, den es nicht auf dem Forerunner Server neu gibt, sondern den es in den globalen Server ab morgen Freitag neu gibt. Den möchte ich euch hier vorstellen. Warum hier und nicht auf den globalen? Weil hier konnte ich gucken, ich bin erst selbst über den drüber gegangen, meine Einschätzung so mir selber gebildet und dann habe ich die Kommentare, die Bewertung hier angeschaut und das deckt eigentlich das, was ich mir denke. Von daher passt das relativ gut und ich denke, da kann ich euch eine relativ gute Einschätzung dazu geben und euch sagen, ob ihr pullen sollt oder wer pullen sollte und wer lieber auf ein Double Event warten sollte. Fangen wir ganz normal wieder an. Es ist ein legendärer Champ von der Fraktion Durchbohrer. Der Name ist Kai und er ist Schütze. Mehrfachzielangriff und Falle hat er. Er hat eine wirklich richtig gute Reichweite und er hat ein Talent. Alle 15 Sekunden wird der nächste Grundangriff zur Platzierung von einer Würmfalle auf einem zufälligen Feld in Reichweite geändert. Die Falle ist maximal 30 Sekunden aktiv und fügt Gegnern mit Bewegungsunfähigkeit 25% zusätzlichen Damage zu. Das ist wieder was Neues. Die Würmfalle, gehen wir mal kurz drüber, wird beim Passieren von Gegnern ausgelöst. Fügt bis zu 3 Gegnern in der Nähe 100% Damage zu und macht sie für 3 Sekunden bewegungsunfähig. Fügt bei vorzeitiger Auslösung durch ein Clustergeschoss bis zu 5 Gegnern innerhalb einer größeren Reichweite 150% AOE-Damage zu und macht sie für 5 Sekunden bewegungsunfähig. Die Würmfalle wird bei der Aktivierung sofort verbraucht. Ja, das ist halt diese Falle. Gehen wir über die Attacken drüber. Die A1, der Grundangriff, fügt bis zu 5 Gegnern 100% Damage zu. Geskillt 120. Ist wieder so eine Standardsache für einen legendären Champ, aber 5 Gegner, nicht 1, nicht 2, nicht 3, 5 Gegner. Für was ist sowas perfekt? Genau da, wo viele Minions sind halt, dafür ist das halt perfekt. Für wo ist das zum Beispiel? Genau, Ausrüstungsweight 3. Da ist er für die linke oder rechte Seite, da könnt ihr ihn einsetzen. Das klingt hier definitiv schon mal richtig, richtig gut. Gehen wir über die Ulti drüber. Weltuntergangscluster, ihr seht das hier. Er schießt ein Clustergeschoss auf einen Gegner in Reichweite, was bei Kontakt eine Explosion verursacht. Die Explosion fügt bis zu 8 Gegnern in der Nähe, das seht ihr hier, 350% AOE-Damage zu und teilt sich in 3 kleine Bomben auf. Nach einer kurzen Verzögerung explodieren die kleinen Bomben und fügen bis zu 5 Gegnern in der Nähe 100% AOE-Damage zu. Das Clustergeschoss kann alle Würmfallen im Explosionsradius auslösen. Also das ist wirklich perfekt für überall, wo ganz, ganz viele Minions sind oder ganz viel wie hier Skelette oder egal welche Bodeneinheiten, ist das halt auch perfekt. Man muss nur sehen, wie viel Schaden macht der wirklich. Ne? Da muss man halt wirklich, muss man halt wirklich prüfen, wie viel Schaden das macht. Meistens ist der Schaden nicht zu groß, aber dafür ist es halt viele Gegner. Das muss man immer so ein bisschen abwägen. Etwa wenig Gegner, dafür mehr Schaden oder viele Gegner und dann machen die die Helden halt meistens nicht so viel Damage. Gehen wir über die Passive drüber. Der Weltuntergangscluster bietet eine Chance von 20%, dass die Abklingzeit nach jedem Wirken sofort zurückgesetzt wird. Dieser Effekt kann einmal alle 20 Sekunden ausgelöst werden und erhöht beim Auslösen von der Würmfalle für 6 Sekunden die Crit-Rate um 20%, den Crit-Damage um 40%. Dieser Effekt kann bei mehreren Würmfallen nicht gestapelt werden. Okay, ich denke, das ist klar. Gehen wir über seine Bewertung drüber und das deckt eigentlich das, was ich gesagt habe. Ausrüstungsrate 3 ist er wirklich super, weil gerade für linke oder rechte Seite ist er halt wirklich top, um die ganzen Minions da wegzubekommen. Ja, und dann bleibt nicht mehr viel übrig. Die EXP-Rate, da gibt es meiner Meinung nach andere Champs. Gold-Rate braucht man, wenn man länger spielt, nicht mehr. Arena ist höchstens noch Anti-Luft-DPS, da kann man ihn noch einsetzen, aber sonst wird es schon eng. Und das ist halt so die Sache, die man beachten muss. Gehen wir über seine normalen Attribute drüber. Die LP ist okay, über 1000, das ist für einen Champ, der eigentlich auf Angriff basiert, ist das wirklich gut. Dann 400 glatt,
Angriff ist auch okay, ist jetzt kein hervorragender Wert, ist aber für einen Leggy über 350, sage ich mal, ist jetzt so schlecht nicht. Die kosten 22, gut, das finde ich ganz schön hoch, könnte meiner Meinung nach auch 20 oder 18 sein. Ja, okay. Was ich schlecht finde, muss ich sagen, für einen Schützen ist Angriffsintervall. 3,5 Sekunden ist sehr, sehr viel und das kriegt man vielleicht dann auch auf 2 Sekunden oder so gedrückt. Aber finde ich für einen Schützen halt wirklich sehr, sehr viel. Aber man muss immer wieder sehen, er greift mehrere Ziele an, von daher ist es, denke ich, zu verschmerzen. Gehen wir noch übers Erwecken drüber. Jedes vom Weltuntergangscluster ausgelöste Clustergeschoss fügt bei der Explosion Brennen zu. Zweite ist der Angriff plus 300, verringert das Intervall für Platzierung von der Falle um 5 Sekunden, fügt beim Auslösen Verteidigungsreduktion zu, das heißt minus 20%. Und Durchdringung plus 5% und letzte Mal wecken jedes vom Weltuntergangscluster ausgelöste Clustergeschoss teilt sich nach der Explosion in 3 kleine Bomben zusätzlich. Sehr, sehr nice, aber da muss man ihn erstmal 5-mal erweckt haben. Ja, was ist jetzt meine Meinung dazu? Also ich denke, ihr habt das schon rausgehört. Wer jetzt zum Beispiel Ausrüstungsrate 3 extrem Probleme hat, weil er sagt, ich habe keine Schützen, ich habe vielleicht Maul, aber mir fehlt noch ein guter, ich habe den Razak nicht oder so, der ja auch, ich sag mal so, der legendäre Maul ist es so übertrieben gesagt, und er ist halt, platziert sich da ähnlich mit drin ein. Wenn man Probleme, wie gesagt, hat im Ausrüstungsrate 3, kann man auf ihn gehen, definitiv. Er ist, oder er klingt definitiv nicht schlecht, aber er ist kein Must-to-Have-Champ, den man haben muss. Wer sagt, Ausrüstungsrate 3 bin ich 19, 20, 21? Geht nicht extra auf ihn, ist meine Meinung. Wenn ihr bei Ausrüstungsrate noch unter 19 seid, wenn ihr sagt, ihr seid 16, 17 und auch vielleicht noch die 18, dann könnt ihr gerne auf den gehen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel so einen Razak nicht habt, damit ihr die linke Seite dann mit ihm killen könnt. Aber sonst, wie gesagt, wenn ihr 19, 20, 21 seid im Ausrüstungsrate 3, lasst es zu pullen. Ich werde es persönlich auch lassen, weil ich habe Razak, der reicht mir und ich warte dann wieder, bis ein Double-Event ist. Ja, lasst mich mal gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr auch meiner Meinung seid oder ob ihr komplett anderer Meinung vielleicht seid und das ganz, ganz anders seht wie ich. Lasst mich das gerne mal in den Kommentaren wissen. Wie immer, wenn euch mein Video oder meine Videos generell gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten YouTube-Video oder im nächsten Livestream. Euer Capo. Macht's gut. Ciao, ciao.